Hallo, hier ist wieder eure Kiki mit dem neuesten Beauty-Tipp. Heute geht es um Shampoos. Ich habe also sehr feines Haar, wisst ihr ja. Und das Problem, was ich auch habe, ist, ich habe so feines Haar, dass wenn ich meine Haare strähnen lasse, ich habe ja ein paar Strähnen drin und eine Tönung, dass die oft sehr splissig werden. Ne? Ich hätte sie ja gerne super lang, wie früher, aber ist nicht so einfach. Seit 2 Jahren habe ich jetzt nun ein Shampoo verwendet von L'Oréal Natur mit Kakao, in denen es keine PEGs gibt, sind also keine enthalten. Zumindest steht es nicht drauf. Ja. Nur ich habe jetzt eine neue Flasche bei meiner Friseurin geholt. Ich hatte das früher aus Spanien und die hat das jetzt in Deutschland auch. Und habe gemerkt, dass irgendwas an der Verpackung, irgendwas war anders. Ja, ich sagte zu ihr, so, haben die irgendwas geändert? Und sie, keine Ahnung. Ich sag, komisch. Also, auf jeden Fall nehme ich dieses neue Shampoo und ich kriege auf einmal wieder meine Blutpickelchen auf der Kopfhaut. Ja, und denke, klasse, was ist denn jetzt los? Guck also auf das Produkt. Man kann eigentlich überhaupt nichts lesen, nicht mal mit Brille. Also brauchst du ein Vergrößerungsglas. Aber PEGs sind immer noch nicht drin. Aber allerdings dafür 3 Stoffe, die PEG-basierend sind. Klasse, oder? Ich habe das wieder rausbekommen über CodeCheck Info, meine Internetseite, wo ich alle Produkte check, wo ich nicht ganz sicher bin. Und somit fliegt das auf den Müll. Weil das tut nämlich auch weh. Jetzt habe ich gedacht, was mache ich jetzt? Jetzt gehe ich wieder auf Bio. Gut, ich hatte schon 2 Bio-Erfahrungen mit Shampoo, eine Schweizer Firma, da war das Haar total blöd. Dann hatte ich eine Wascherde, das ist eine Riesensauerei. Und somit bin ich erstmal von Bio-Shampoos, habe ich mich ein bisschen entfernt und war eigentlich sehr happy mit diesem L'Oréal, angeblich Naturprodukt. Jetzt bin ich aber in einen Naturkaufhaus gegangen, also so ein Bio-Kaufhaus, und habe mich an das Regal gestellt und habe mal geguckt, welches Shampoo nehme ich denn jetzt? Ich teste jetzt was. Ich habe mich dann fürs Teuerste entschieden und es war richtig. Ich sag's euch. I und M Naturkosmetik. Ein Traum. Wirklich ein Traum. Meine Splissspitzen sind nach dem ersten Mal waschen weg. Komplett weg. Nichts mehr. Komplett weg. Ja. Meine Friseurin sagt schon immer, du hast sehr trockene Spitzen. Ja. Also es liegt einfach daran, wahrscheinlich, dass manche Produkte einfach mehr Feuchtigkeit haben. Oder was weiß ich, bin doch kein Chemiker. Mit den anderen Produkten hatte ich immer gesplisste Haare. Mit dem Produkt ist es auf einmal weg. Ich bin total happy. Es ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, weil diese Naturshampoos nicht schäumen. Also da hatte ich schon ein komisches Gefühl. Weil du stehst natürlich in der Dusche und machst und ich nehme immer sehr wenig normalerweise und reift es dann noch und kommt nichts. Dieses Gefühl, wo man so denkt, das zieht so, ja, wo du merkst, die sind sauber, kam auch nicht. Und nachdem ich dann mich geföhnt habe und gedacht, waren die nicht trocken? Ja, die waren unten nicht trocken, die waren immer noch sippig. Also irgendwie habe ich die falsch gewaschen. Dann habe ich es also nochmal probiert. Und man muss einfach ein bisschen mehr nehmen und 2-mal waschen. Aber dann, ich sag's euch, das Ergebnis ist ein Traum. Die Haare, ich habe noch nicht mal einen Schaum drin, ich habe noch nicht mal einen Festiger drin, gar nichts. Die sind nur super, die sind einfach nur super schön. Ich liebe dieses Produkt und ja, Bio ist Bio. Keine PEGs, ich habe keine Pickelchen mehr am Kopf nach der ersten Wäsche, komplett weg. Und somit werde ich erstmal bei diesem Produkt bleiben. Übrigens haben die noch ganz andere Sachen. Wenn ich das nächste Mal in diesem Bio-Kaufhaus bin, werde ich auch mal noch andere Sachen testen. Somit verbleibe ich eure Kiki mit dem neuesten Beauty-Tipp und bis bald!